So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier mit unserem Sith-Marodeur in Star Wars The Old Republic. Dann buffen wir uns nochmal durch. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir unsere Griffel an das Isotop 5 bekommen. So, da müssen wir nämlich mal... Gucken wir mal, dass wir die Boschen hier schnell auseinandernehmen. Oh. Da haben wir aus Versehen so kleine Protokolldruiden auseinandergenommen. So. Gute Jaysa erfüllt natürlich weiterhin ihren treuen Dienst. Dein LP, schönen guten Abend, grüß dich. Willkommen, willkommen. Heute zu unserer spontanen kleinen Runde nochmal. Hm? So. Ich werde den nächsten Teil tatsächlich auch mal so ein bisschen schauen müssen. Ob ich vielleicht in nächster Zeit beide Let's Plays immer mal so ein bisschen im Wechsel mache. Denn, wie gesagt, aktuell sieht mein Zeitpensum für die Star Wars Aufnahmen ein bisschen knapp bemessen aus. Dementsprechend, wie gesagt, momentan so ein bisschen über die Überlegung, ob ich eventuell von Woche zu Woche immer mal wechsle zwischen beiden Let's Plays. Damit beide Let's Plays dementsprechend wieder regelmäßig Folgen bekommen. Und ich das natürlich auch sinnvoll mit meinem Zeitpensum verbinden kann. Wäre das vielleicht eine ganz gute Lösung. Das muss ich mal schauen, ob ich das so realisiert bekomme. So, ach du Gott. Kann man an dem vorbeischleichen? Ja, nein, vielleicht. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So. Müssen wir tatsächlich dann mal schauen. So. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir gleich unseren, ich sage mal, unseren rein blütigen Sith-Freund gleich verlieren werden. Den wir aus Versehen angeflirtet hatten. Ohne dass ich es beabsichtigt hatte. Dauert ganz schön lange mit dem Fahrstuhl hier. So, auf geht's, ab geht's. So, dann gucken wir mal. Können wir mal gucken. Ich denke mal, wir werden schon ein bisschen was an Schrott dabei haben. Ja, wobei, bis jetzt war es noch relativ übersichtlich, ne? Da stehen aber auch überall diese ekelhaften Geschütze rum. Bisschen lästig. Ach du Gott. Das war so eigentlich nicht geplant. So, na gut, dann müssen wir noch mal ein bisschen mehr Chaos anrichten. Ich werde wieder dazu genötigt, Angst und Schrecken zu verbreiten. So, ich vermute mal, dass wir diese Richtung müssen, ne? Genau, das sieht gut aus. Na gut, das ist immer das Gute, dass die normalen Mobs relativ schnell auseinander geschlagen sind. Da sind wir zum Glück relativ schnell durch. Oh, falsche Taste. Ich meine, das war natürlich genauso beabsichtigt. Na gut. Unsere Jason, man merkt halt, dass wir fast ausschließlich mit Jason unterwegs waren. Ne? Die ist schon ziemlich gut aufgelevelt mittlerweile. Erfüllt dementsprechend natürlich sehr gut ihren Dienst in unserer Herrschaftsmethodik. Unterstützung an Bodenteam. Sitterans Männer haben uns geholfen, an die Scanner von Festung 1 zu gelangen. Vor euch gibt es Strahlungsspitzen. Bimganaya Nugan. Elgininaya lag Unan Mege. Wie er da so im Hintergrund steht, ne? Als ob er die ganze Arbeit machen würde. Er heimst sich den Lob nachher im Nachhinein ein. Ich freue mich darauf, endlich zu sehen, wozu dieses Isotop in der Lage ist. Naya Narankam. Kala Ama Mani Mami. Lebigbak.
7,8 was? Bumogala Apayang. Nilama imi amka angam. Kambuljaki nanu. Kinama ami bina wangam karak. Wie sie uns immer mit Superwaffen kommen. Das ist nicht das erste geheime Bauprojekt, was wir dezent wieder in die Fertigungsanlage zurückschicken in Einzelteilen. Können wir nicht Kontrolle über den Prototyp übernehmen? Er könnte wertvoll für uns sein. Nikak nanu inu. Akalak nebu ruma. Kam inu nemuk. Naja naya akam mennik miraka. Dann macht euch bereit. Und viel Glück da drinnen, Bodenteam. Es wundert mich so ein bisschen, dass wir mit der jungen Dame nicht flirten konnten. Sondern dass uns hier als Alternative unser Freund angeboten wurde. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Der wirkt im ersten Moment gar nicht so bedrohlich, ne? So. Gucken wir nochmal, ob wir den Burschen hier mal so ein bisschen einschüchtern können. Wie frech. So, dann werden wir den Burschen mal ein bisschen eindämmen. Ja. Wenn ich eins nicht leiden kann, ist es, wenn man auf mich eindrischt. Genug darum gehangen. Die sehen tatsächlich ein bisschen merkwürdig aus, ne? So, mir scheint, wir sollten nicht im Nahbereich stehen bleiben. So. Ein klein bisschen nervig, der Bursche hier, ne? Diese Giftaura ist halt nervig. Naja, solange das Gift nicht stackt, ist alles in Ordnung. Möchte ich mal behaupten. So, warte mal. Das sieht so aus, als ob wir hier hinten irgendwas machen können. Es leuchtet verheißungsvoll blau. Die Umprogrammierung funktioniert. Nah drin und nah Sicherheit sollten in der Lage sein, die Waffen abzufeuern. So. Dann schnappen wir uns mal die Konsole da hinten noch. Mal gut, dass ich die aus dem Augenwinkel gerade erspäht habe. Hätten wir es uns, glaube ich, unnötig kompliziert gemacht. So, da oben haben wir auch noch was, ne? So, dann programmieren wir die Dinger doch einfach mal um. Dann nehmen wir dem Burschen doch einfach mal seinen Vorteil. Ey, glaube ich das? Freundchen, so nicht. Glaube ich das? Na, der traut sich ja was. So. Jetzt haben wir da drüben auf der einen Seite natürlich einen so dick übersehen. So, okay. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier noch hochkommen. Okay. Das Ding scheint mal gerade nicht deaktivieren zu können, wie es aussieht. Ah, okay. Nächste Angriffsphase beginnt wieder. Wenn wir mal dezent die Geschütze wieder aktivieren. Jaser macht das schon. Ich vertraue ihr da voll und ganz. Ich vertraue ihr da voll und ganz, dass ihr das hinkriegt. So. Mit fiesen und miesen Mitteln, ne? Gegen den neuen Prototypen. So. Gleiches Spielchen nochmal.
So, ich hoffe mal, wir schaffen es von der Zeit her. Bis dieser ekelhafte AI-Effekt wieder auftaucht. So, dieser Druide nervt mich natürlich jetzt dezent ein bisschen. So. Kommt natürlich noch erschwerend dazu. Dadurch, dass wir gerade mitten im Kampf sind, können wir natürlich nicht schneller laufen. So, okay. Welches Spielchen nochmal? So. Müssen wir bald erledigt haben. So. Wie viel hat denn unser Friend nun noch? Naja, er hat doch schon ganz gut was abgekriegt. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Die Druiden werden halt langsam ein bisschen viel, ne? Für meinen Geschmack. Oh, come on, das ist jetzt auch fies. Stand mal ganz knapp noch drin im AE-Effekt. Du siehst mich nicht. Ach, verdammt. Das ist immer so ein bisschen das Ätzende, ne? Ach, man muss nur zwei von denen anscheinend, ne? Man muss anscheinend, glaube ich, bloß zwei von denen fertig machen. Ja, gut. So, jetzt müssen wir die Generatoren, glaube ich, wieder unten machen. Ja. Ich habe die Taktik, glaube ich, durchschaut. Naja gut, den Rest schaffen wir auch so. So, so viel zum Thema Prototyp, ne? So viel zum Thema Prototyp. So, dann wollen wir mal. Wie erwähnt, nichts, was uns aufhalten könnte. Ne? Aber doch gut hingekriegt. So, dann schnappen wir uns mal das instabile Superwaffengedöns, ne? Ja, dieser Outfit. Unterstützungsteam, ich habe Lagerbehälter gefunden, aber sie sind größtenteils leer. Es ist nur noch eine Probe übrig. Naburamanka. Mamni Nigak, Nagnaya Mamni, Kambram. Das kann nicht stimmen. Sucht weiter. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich weiß, was ich sehe. Zweifelt nochmal an mir und es wird Folgen haben. Ich meinte nur... Entschuldigt. Widerspruch wird nicht geduldet. Bomogala Apayan. Nilama Imi Amka Amgab. Oh oh. Doch nicht. Oh oh. Die Hutten haben das ganze Isotop aufgebraucht, um eine verdammte Armee zu bauen. Wenn ihr jetzt Panik kriegt, lasse ich euch erschießen. Ich bin konzentriert. In Ordnung. Ihr habt eine Probe. Verschwindet jetzt, bevor die Droiden online gehen. Hätte das nicht ein paar Sekunden eher sein können? So bleib doch, bitte. Ich bin Sajin,
Erster Archon des neuen Hutten-Imperiums und Schattenherr der umkämpften Welt Markep. Ich habe mich schon länger gefragt, was das Imperium hier will. Ihr wollt natürlich das Isotop. Hübsche Titel und Arroganz werden mich nicht daran hindern, euch in zwei Teile zu schneiden. Mich in zwei zu schneiden, wird euch nicht weiterhelfen. Das letzte Isotop 5 befindet sich im Planeten Kahn. Und wenn der explodiert, ist keins mehr übrig. Unsere Droidenarmee wird auf Anlagen überall auf dem Planeten gebaut. Euer Imperium hat gar nichts. Man munkelt sogar, dass euer Imperator verschwunden ist. Es wird uns vielleicht nicht weiterhelfen, ihn zwei Teile zu schneiden, aber es wird uns gefallen und Spaß machen. Ich habe kein Interesse daran, die Angeberei eines Hutten zu hören. Hier ist Lord Sutarat. Verstärkungen sind im Anmarsch. Wir werden angegriffen. So viel zum Thema Verstärkungen. So, da müssen wir die Burschen hier mal auseinanderschrauben. Wollen wir mal. Entfesseln wir mal die grenzenlose Wut. Ja, Bursche, dürfte gleich Geschichte sein. Und bleib unten. Lass mich raten, der steht noch mal auf. Oh. Ich hätte es, glaube ich, nicht zu laut sagen sollen, das ist zu einfach worden. Versucht euch von der Sicherheitszentrale aus zu helfen, aber wir halten nicht lange durch. Erwarte Befehle. Wie sieht die feindliche Streitkraft aus? Wie ist euer Status? Zwei Männer sind ausgeschaltet. Wir stehen mindestens 30 gegenüber. Kalajiwa Nimok. Ebemgam Nyama. Naya Aigam. Nadrin, du riskierst, dass sie alle sterben. Wir erfüllen unsere Pflicht. Verdammt. Mit euch und Sutarat könnten wir es schaffen, die Hitzeschilde der Festung zu senken und die Kammer mit Lava zu überfluten. Die Droiden würden unter geschmolzenen Steinen begraben werden. Aber ich bezweifle, dass Sutarats Team lange genug überleben würde, um das zu sehen. Dunkle Seite antworten. Sutarat wird gehorchen. Wir senken den Hitzeschild und vernichten diese Dinger. In Ordnung. Sieht aus, als müsstet ihr die Überbrückungen der Hitzeschilde der Kammer unterbrechen. Sitterats Anpassungen und das Beben erledigen den Rest. Und wie einer sagt, das ist der leichte Weg. Genim Naya lag umnan Mege. Wir kennen unsere Aufgabe, aber beeilt euch. Die Droiden sollen brennen. So. Diese Entscheidung zu treffen war keine leichte. Oder nicht der leichte Weg. So, dann wollen wir mal. Ich glaube, ein Java würde sich ja sehr, sehr wohl fühlen. Ne? Der würde erstmal sämtliche Druiden ausschlachten. So, dann wollen wir mal die Shit-Generatoren deaktivieren. Schauen wir doch mal. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, ob es uns gelingen wird, die Generatoren rechtzeitig abzuschalten und einer drohenden Gefahr durch das Überrennen der Druiden zu überleben, werden wir in der nächsten Folge erleben. Ihr kennt das Spielchen, wenn ihr mich völlig kostenlos ein bisschen unterstützen wollt, gerne fleißig bewerten, kommentieren, gerne das Video teilen und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.